wieder Kniebeugen, Tag der Liebe. Ich habe etwas mitgebracht. Erste Woche war zum Reinkommen. Zweite Woche nehmen wir total Last. Ja, das heißt, ihr macht eure Kniebeugen, nehmt euch hier auch wieder eine Minute, so viele Wiederholungen wie möglich. Ihr könnt die Flaschen nehmen, haltet die hier in irgendeiner Art und Weise, haltet die vor euch oder einfach an der Seite und macht eure Kniebeugen. Ja. Ihr guckt Fersen auf den Boden und so tief wie möglich runter. Ja. Und hier auch darauf achten, dass ihr so aufrecht wie möglich wieder hochkommt. Also je nachdem, wie tief noch kommt, im besten Fall ist wirklich Hüfte unter den Knien. Und das ist auch nicht knieschädlich, im Gegenteil, wenn ihr natürlich eine adäquate Last benutzt, dann passt das alles. Das ist halt wichtig. Aber so einmal für die, ihr seht, wenn ich runterkomme, ist für die Rückendehnung halt immer schön. Ihr seht, habe ich so ein bisschen Rundrücken, dass man die ganze Geschichte so ein bisschen dehnt. Wichtig ist nur, dass ihr unten nicht locker lasst, sondern immer Spannung halt. Oder wenn ihr möchtet, packt ihr euch hier drauf und kommt auch recht hoch. Oder hat bestimmt jeder von euch der Rucksäcke. Packt ihr den Spaß in den Rucksack. 5 bis 50 Kilo, wie ihr möchtet. Ja, und dann macht ihr das ganze Ding quasi mit Rucksack, wenn ihr da Last reinbringen wollt. Ja, und hier auch so guckt, dass er eine Minute durchackert. Wer mehr, der mehr. Ja, ansonsten denke ich mal, sind so 10 bis 20 Kniebeugen sind drin. Dann macht er 30 bis 60 Sekunden Pause und 5 bis 15 durchgehen.